Moin, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 auf der nordfriesischen Marsch 4 Map ohne Gräben in der Version 1.5. Und ja, ich habe gerade mal ganze 6 Paletten Backwaren zu Edeka gebracht. Ganze 6 Paletten, mehr hatte ich noch nicht. Aber wir haben vorher auch schön Mehl zur Bäckerei gebracht. Sprich, ja. Wir produzieren. Wir haben alles da, was wir brauchen im Moment. Und ich will jetzt einfach mal gucken, wie die hier so Karton für Karton verkauft werden und was wir da an Kohle für verdienen. Das dauert jetzt im Moment, müsst ihr mit aushalten oder spult vor oder was auch immer. Ist, glaube ich, nicht ganz so tragisch. Es sind nur 6 Paletten. So, die Hälfte hat er jetzt schon weg. Und ja, Landei hat wieder einen Wartepunkt erreicht. Das ist mein Viehtransporter, der ist jetzt beim Schlachthof. Was ist eigentlich, wenn ich jetzt... Da wollte ich drauf drücken. So, was ist eigentlich, wenn ich jetzt hier stehen bleibe? Wird dann der komplette KI-Verkehr... hängt der sich dann auf, weil die irgendwann alle hier in der Schlange hinter mir stehen? Oder wie ist das? Ich weiß es nicht. Wäre mal interessant zu sehen, ne? Steht da jetzt erst einer? Ja, da steht nur einer. Da ist er ja wirklich, ist die künstliche Intelligenz ja tatsächlich so intelligent, dass sie das versteht. Leute, wir werden gleich die 10 Millionen Euro Marke knacken. Ich glaube, das schaffen wir noch mit der Palette, die da steht. Oder? Was meint ihr? Ja, klar. Aber ganz locker. Oder? Ah? Doch, sollen wir schon. Ich weiß es nicht. Ey, macht keinen Mist. Sonst hätte ich die angefangene Palette auch noch mitgenommen, die noch auf dem Spawner stand. Nein, wir schaffen es nicht mehr. Ich werde weich. Ich werde weich. Nein. Nein! 30.000 fehlen. 310.000. Ja, aber 50.000 Euro mit einer Palette gemacht. Nicht so schlecht. So. Wir springen mal hier rüber. Wir sind wieder beim Rinderhof und produzieren hier schon fleißig Fleisch und Wurst. Und ja. Ah, ganz knapp so dran vorbei. Egal. Abladen. Zack. Fahrer einstellen. Am nächsten passenden Wegpunkt. Oh, geht doch. Super. Ganz toll. Wir produzieren Fleisch und Wurst. Ich wollte... eigentlich einsteigen in den hier und wollte mal gucken und Geldkassetten einsammeln. Upsi. Cool. Die stehen da nur so, die sind sogar richtig bewegbar. Das ist ja geil. Ladegut wählen, Geldkassetten. Ja, schön. Arbeitsmodus einschalten. Ja, habe ich. Was mich ja an dem Wagen so ein bisschen stört. Ich finde den cool. Das Einzige, was mich an dem Wagen stört, ist die starke Motorbremse sozusagen. Landei 1 hat durchdrehende Reifen. Ja, muss ich mir gleich mal angucken, warum. Achso, wir haben ja... Hier vorne ist ja der nächste. Wir haben sogar noch Waren, die wir verkaufen. Ja, dann werden wir aber ja jetzt gleich auf jeden Fall
wenn wir die 10 Millionen knacken, haben wir ja schon mit einer einzelnen Kassette im Prinzip. Und wir holen dann gleich auch noch die Kassetten von der Baustelle, wenn denn da schon alles verkauft sein sollte. Nein, also die hole ich auch, wenn da noch nicht alles verkauft ist. Ja, ist doch schön. So. Jetzt gucken wir erstmal, wo denn der Landei. Ja, okay. Aber er ist prinzipiell erstmal schon mal gut gefahren. Ich meine, sonst hat er den Kurs ja auch geschafft. Na, er ist ihn jetzt irgendwie fünfmal ist er ihn gefahren. Und einmal nicht. Also da kann ich jetzt nicht, ich mich nicht beschweren. Ich muss mich nur mal eben durchsteppen, bis ich wieder hier in dem Fahrzeug sitze. So. Also was ich an diesem Fahrzeug nicht mag, er fährt gut, aber wenn ich vom Gas gehe, bleibt er fast sofort stehen. Das finde ich nicht gut. So. Ich muss jetzt erstmal gucken, wie ich zur Baustelle am schlauesten komme. Seht ihr, was ich meine? Wenn ich vom Gas gehe, bleibt er fast augenblicklich stehen. Und das macht so ein Dodge nicht. Ich habe Vorfahrt. Ich hoffe, das weißt du. Ey! Also mit Vorfahrtsregeln ist es nicht so weit her. Hier bei der KI, beim KI-Verkehr. Scheinbar. Los, komm, gehen wir nicht auf den Keks. Mach Platz da. So. Hier geht's zur Baustelle, mal gucken. Gar nicht alles verkauft. $30.000. $183.000. Und hier ist immer noch was. Boah, krass. Und auch hier ist noch Kies. Ja, 250.000 habe ich hier jetzt schon. Im Prinzip. Auch cool, so ein alter Bagger. Den lassen wir mal. Ja, den stellen wir vielleicht mal ein bisschen an die Seite. Wo er nicht so im Weg steht. Da lassen wir ihn jetzt mal stehen und springen mal hier ins Landei rein. So, wie viel Rinder habe ich denn hier jetzt? 15 müsste ich hier jetzt haben, oder? 24 schon wieder. Na gut. Auch die können wir noch wegbringen. Theresa oder wie auch immer du heißt.
Reicht das schon? Ja, reicht schon. Und er fährt. Wunderbar. Jetzt müsste uns eigentlich auch gleich schon wieder der Roggentransporter entgegenkommen. Ja, da hinten kommt er uns gleich entgegen. Gucken, ob die Begegnung klappt. Warum nicht, aber... Oh, gerade in der Kurve. Gerade in der... Jai. Das wird knapp. Moin. Ja, wunderbar. So wollen wir das doch sehen, oder? So, wir können mal gucken, was wir uns denn für Felder mal kaufen können. Was denn Sinn machen würde. Was ist das denn? Hafer brauche ich jetzt nicht gerade. Sag ich mal mit 10 Millionen. Zuckerrüben brauche ich auch nicht unbedingt. Raps könnte ich gebrauchen. Ja, die meisten davon sind schon meine. In den Rapsfeldern. Oh, ich habe schon recht viel Raps, ne? Raps ist da. Was kostet denn Feld 27? Oh, schön. 6 Millionen. Ist jetzt nicht zu viel. Muss ich ja sagen, ne? Denn auf Feld 14 ist Gerste drauf. Feuerbohnen brauche ich einmal gerne. Ja, das können wir uns locker kaufen. Ist auch die erste. Feld 16 wollte ich eigentlich sowieso mal haben. Ich muss mir hier direkt Notizen machen, welche Felder ich denn kaufe. Irgendwann mal. Also jetzt nicht. Ja, ich will warten, bis die reif sind. Was ist denn mit Feld 18? Drauf. Ja, dann können wir eigentlich Feld 14, 16 und 18 kaufen. Auf jeden Fall. Feld 17. Machen wir mal so auf. Feld 31. Was ist denn Feld 31? Kartoffeln auf Feld 1. Nee, Kartoffeln brauche ich nun wirklich im Moment nicht. Aber. So, schön. Du hast die Abfahrt. Hast du toll gemacht. Kann ich nicht anders sagen. Ganz klasse. Heißt, wir produzieren jetzt erstmal ohne Ende. So, ein Landei.
Ein Wartepunkt erreicht, jawohl. Das heißt ja jetzt wieder mal eben. Errungenschaft freigeschaltet. Grunz, Grunz. Ah, okay. Gerade gesehen, der fährt immer erst die Stützen aus, wenn er ablädt, sozusagen. So. Geht doch. Was wollte ich jetzt noch? Achso, ich wollte eben einmal mit dem hier zur Kartoffelfabrik. Und Kartoffelpaletten in die Produktion schmeißen. Und das ist dann auch das Letzte, was ich heute mache. Ach, da wollte ich drauf drücken. Mehr passiert dann heute nicht. Danach ist hier Schluss. Ah, da fährt mein Schlacht-LKW sozusagen. Das muss jetzt auch erstmal reichen. Jo, moin. Eben einmal die Produktion da anstoßen und dann war's das. Und dann war's das auch mit dieser Aufnahmesession. Ich kann mal eben was gucken hier. Ach, die produzieren gar nicht mehr. Warum nicht? Ist leer oder? Keine Kartoffeln mehr. Naja, klar. Logisch. Und Spawnplätze wahrscheinlich voll. Die fliegen jetzt bestimmt gleich. Ja, wie ich sagte. Macht aber nichts. Sieht schon spacey aus, ne? Die letzten drei kriegen wir hier auch noch mit. So. Und die liefern wir hier vorne ab. Ja, wunderbar. Und schon läuft das. Schon kann die Produktion hier gleich wieder anlaufen, hoffe ich. Oder fehlt hier noch irgendwas? Ich meine, die braucht ja immer ein bisschen die Produktion, wenn sie stillstand. Okay, wird mir nicht angezeigt. Schade. Jetzt wird's mir angezeigt.
Leere Paletten, Kartonpaletten, Speiseöl haben wir, Kartoffeln haben wir. Boah, ist doch schön. Das heißt, ich kann arbeiten. Die Fabrik. So, wenn es euch gefallen hat hier, dann würde ich mich über ein Like freuen. Wenn ihr Vorschläge, Anregungen, Wünsche habt, Kritik, dann einen Kommentar. Und ja. Folgt mir gerne auch bei Facebook. Ich freue mich auch hier natürlich über jedes Abo, was ihr da lasst. Und ich freue mich noch viel, viel, viel mehr, wenn ihr am Donnerstag, also morgen, wieder einschaltet zu einer neuen Folge Let's Play LS17 hier auf der nordfriesischen Marsch. Und ich überhole mal hier, das ist mir zu doof. Und ja, in diesem Sinn sage ich dann mal ciao, bis morgen.